Hallo, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Harry. Servus, grüß euch und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es bei mir wieder rund geht. So, heute geht es mal um ein Thema Autokühlschrank, Kompressorkühlschrank, Camping, Freizeit, Hobby. Dieses Gerät brauche ich als Geschenk für jemanden. Es kommt aber nur ein zweiter, der ist für uns, weil wir viel nach Italien fahren und da brauchen wir einfach für den Sommer eine Kühlbox, wo wir unsere ganzen Sachen wie Butter und so weiter mitnehmen, weil der halt doch in Italien nicht so toll geschmeckt wie bei uns irgendwie und ein paar Sachen, die wo wir einfach mitnehmen müssen und da brauchen wir sowas. Oder kommt noch eine große Kühlbox mit, ich glaube 35 Liter, die hat jetzt 21 Liter, die ist die Croac LM 21, ertragbarer Kompressor-Autokühlschrank. Und das Coole an dem Teil ist einfach, du kannst es im Pkw verwenden, du könntest es aber auch daheim verwenden, du kannst es dann auch, wenn du dort bist und du hast praktisch auf dem, keine Ahnung, Zeltplatz, Wohnmobilstellplatz, 220 Volt, kannst du auch anstecken, der muss nicht immer in die Autosteckdose rein, sondern der kann praktisch auch 220 Volt, 230 Volt, ist auch bei 12 und 24 Volt, kannst du anstecken, kannst du umschalten, auch für LKW geeignet. Praktisch Auto, LKW oder Wohnwagen, Wohnmobile und so weiter, für Picknick und Reisen. Und das haltet einfach eure Speisen und Getränke kühl. Das ist einfach in der Sommerzeit extrem wichtig, dass man vor allem was Kühles zum Trinken hat, finde ich jetzt einmal. Und das Coole ist das, der Kühlschrank, dieser jetzt, der andere ist wieder anders, aber dieser Kompressorkühlschrank kann auch bis minus 20 Grad innerhalb von 4 Stunden runterkühlen. Das ist auch nicht schlecht. Kann schon praktisch als Gefriere theoretisch nehmen. Hat eine sehr schnelle Kühlung, effiziente Kühlung im Eco-Modus, dadurch weniger als 0,36 kWh pro Tag, also es ist sehr sparsam im Eco-Modus. Die automatische Start-Stopp-Funktion sorgt für effiziente Kühlung, spart Strom und vermeidet häufiges Abtauen. Das ist auch ganz cool, dass der praktisch nur anläuft, also nicht immer durchläuft, sondern nur anläuft, wenn es braucht, weil er selber automatisch ein- und ausschaltet. Wir haben eine alte Kühlbox, die läuft durchgehend, tue schon durch und da ist es dann wieder ganz anders, aber die hat auch gar nicht diese Leistung, was der jetzt an Tage bringt. Dann robust mit Anti-Stoß- und Anti-Fall-Funktion, also er ist robust gebaut, sodass er nicht gleich irgendwie kaputt geht, wenn man den zum Beispiel fallen lässt oder Stöße kriegt und so weiter oder im Auto durch ein Schlagloch und so weiter. So, benutzerfreundliches Design mit großen digitalen Bildschirmen, ein ergonomischer Griff und ein helles LED-Licht, sodass du auch siehst, wenn du was raushörst, wenn es einfach schon dunkel ist. Einfach zu bedienen und eine automatische Abtaufunktion. Aber ich würde sagen, wir schauen rein, wir schauen uns den mal an. Er ist so zu mir gekommen, also die haben nur den Aufkleber drauf gehabt. Es ist ein sehr stabiler Karton, ist sauber einpackt, das Ganze. Dann holen wir den mal raus. Das Gewicht ist 12,5 Kilo. Schicken wir den da mal raus. Unten natürlich auch Styropor drin, sodass das Ganze. So, so sieht das Teil aus. Und er sieht richtig stylisch aus. Du hast hier zwei tolle Tragegriffe, dass du ihn tragen kannst. Du hast unten Gummi, den kannst du jetzt nicht verschieben zum Aufmachen. Der hat unten. Du kannst da einen Stöpsel rausziehen, dass das Wasser rausläuft, wenn er abtaut. Die Größe von dem Fach, ich misse es mal schnell aus. Holen wir schnell einen Meterstab. Die Größe von dem Fach ist 29 x 35,5 und die Tiefe ist 21. Ein sauberer Gummi oben dran, saubere Scharniere. Hier ist das LED-Licht verbaut, hier. Aber jetzt schauen wir mal, da ist bestimmt zum Anstecken was drin. Natürlich unter anderem die Bedienungsanleitung dabei. Da schauen wir, ob die in Deutsch ist. Ja. Englisch, Deutsch, Tschechisch, Französisch, Spanier, Italien. Also Deutsch ist dabei. Steht alles sauber drin noch. Ist eine Kindersicherungstaste drin, Siegelgrad. Da steht auch sauber beschrieben, Temperatur rauf und runter, Kindersicherungstaste, dass die nicht immer rumdrucken können.
und Temperaturen zeige, wie gesagt, bis minus 20 Grad möglich. Dann haben wir dabei das Auto, lang genug bestimmt. Dann haben wir dabei für den europäischen Stecker das Auto dabei. Und ich würde sagen, das schließen wir jetzt mal schnell an. Schauen wir mal, wo das ist. Da drüben ist es. Anstecken. So. Dann brauchen wir da auch einen Strom. So. Dann haben wir hier das Display. Das machen wir mal weg. Anschalten. Aber ich habe hier gar keinen Strom, weil da muss ich den Meter einschalten. Jetzt haben wir einen Strom. Jetzt sagt er nämlich auch was zu uns. Jetzt seht ihr das Display, rund 16 Grad, weil der steht nämlich schon 2 Tage hier, 16 Grad haben wir jetzt. Dann haben wir Max-Funktion, da ist das Schloss für Kindersicherung, kann man hier einschalten. Wir schalten jetzt hier mal ein und dann minus 20 und dann gehe ich auf Plus und dann kann ich praktisch einschalten. Und da kann schon dann da stehen verschiedene Dinge da. Fisch, Eis, Kirschen, also Gemüse und Trinken. Kannst hier jetzt davor einstellen, Fisch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie das so weit sieht. Da, da verändert sich das nämlich da dran. Getränke. Dann kannst du da noch Plus Minus machen. Und dann kann ich hier auf Max gehen, Eco, Max und Eco. Kann schon schalten und dann schaltet der nämlich auch schon ein. Jetzt ist er auf Eco gestellt. Müssen wir das gerade hinstellen. Jetzt läuft er und die Lautstärke ist die da. Also er ist echt nicht laut. Also selbst wenn du jetzt im Urlaub mitnimmst und du im Zimmer deponierst oder so oder im Vorzelt oder im Wohnwagen oder egal, wo die meisten sagen, da habe ich ja eh einen Kühlschrank drin, aber so als Zusatzkühlschrank ist der schon geil. Und hier sieht man auch die LED-Beleuchtung. Hier. Also ist schon. Und wirklich, wirklich, wirklich saubere, stabile Scharniere gemacht. Du hast hier noch eine Ablage, wo praktisch so genockt ist, wo du was drauf ablegen kannst. Also der ist schon echt gut, hey. Und schaut echt stylisch aus, das Ganze. Machen wir mal aus. Ja. Du merkst gleich, wie er kalt wird. Und es hat ein Kompressor im Kühlschrank. Also das ist schon cool. Schon sehr cool. Schon sehr cool. Also ist schon ganz was anderes zu meiner anderen Kühlbox, weil die ist, keine Ahnung, da ist irgendwie so ein kleines Ding drin und die, meine, aber die ist ja schon 25, 30 Jahre alt. So, ich würde sagen, das war's schon wieder von mir. Falls du noch kein Abo nicht gemacht hast, würde ich das jetzt nicht verpassen, weil gerade für so neue Sachen, gerade Outdoor, Autobereich und so weiter, auch verschiedene andere Geräte und so weiter, bin ich da dafür da, dass ich die euch einfach zeige, was ich mir leiste, dass ich euch das zeigen kann. Also, danke fürs Zuschauen, danke, dass du wieder dabei warst, wenn es wieder rund gegangen ist bei mir und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bleib gesund, bleib wie Büsch und schalt wieder ein, wenn es heißt, da ist er wieder, der Harry. Ciao, servus.